Herzlich willkommen im Schorfhof, dem Europäischen Künstlerhaus in Oberbayern, zu einem Rundgang durch die Ausstellung Neuaufbruch, die am 27. Juni hier eröffnet wurde. Die Ausstellung steht unter dem Jahresprogramm Geschichte. Und unter diesem Thema werden im Lauf der Zeit Darstellungen von historischen Ereignissen in der zeitgenössischen Kunst beleuchtet. Ich will mal kurz darauf eingehen über die Geschichte der Geschichte in der Kunst. Es gab zum Beispiel im 17., 18. Jahrhundert die große Zeit der Historienmalereien, wo etwa sowas wie Schlachten festgehalten wurden. Im 19. Jahrhundert war dann vor allem die Geschichte von bislang unbekannten Völkern ein großes Thema. Und im 19. und 20. Jahrhundert haben sich ja dann bekanntlich die technischen Medien entwickelt, die ganz neue Möglichkeiten geboten haben in Sachen Bild- und Tonaufnahmen, die eben authentische Dokumentationen ermöglichten. Das hat natürlich dann auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die bildenden Künstler auf den Plan gerufen, die ab da vermehrt historische und gesellschaftliche Verhältnisse mit reflexivem Charakter festgehalten haben. Genau in dieser Art werden Sie hier in dieser Ausstellung auch einige Arbeiten sehen. Der Auslöser für die Wahl des Jahresthemas Geschichte sind die zwei großen Jubiläum, die der Schorfhof dieses Jahr zu feiern hat, nämlich die 200-jährige Existenz des Hauses und das 15-jährige Bestehen des Europäischen Künstlerhauses. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum konzipiert. Es gibt eben einige historische Darstellungen, die aus dem Stadtmuseum stammen und eben einige Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern, die sich auf das ganze Areal hier beziehen. Noch kurz zur Erinnerung, der Schafhof wurde ja als Ort für die königliche Merino-Schafherde errichtet und das war eben 1820 ein Neuaufbruch hinsichtlich der Modernisierung der Landwirtschaft. Und als vor 15 Jahren das Europäische Künstlerhaus eingerichtet wurde, war das eben wiederum ein Neuaufbruch bezüglich der neuen Nutzung. So erklärt sich eben auch der Ausstellungstitel und beides wird hier thematisiert. Zum Auftakt sehen Sie hier eine Abbildung, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, im Original eine Kreidelithografie, dass die Königliche Zentrallandwirtschaftsschule Weinstephan zeigt, in der eben drumherum einige Abbildungen zusätzlich sind. Es ist ein sogenanntes Sammelblatt und hier sehen Sie eben den Schorfhof. Und was so schön ist, rund um dieses Sammelblatt herum gibt es eine wunderbare Inschrift, die da lautet, wer auf freiem Gut zu schaffen weiß, mit leichtem Blut zu ernten weiß, in Gottes Hut, das ist ein Freiherr Wohlgemut. Also die Entwicklung der Landwirtschaft war damals ein ganz großes Thema. Sie werden sich jetzt sicherlich wundern, warum diese Abbildung so groß ist. Das ist natürlich nicht das Original. Die Originale vom Historischen Verein wurden für diese Ausstellung eben als wandfüllende Tapetendrucke vergrößert, was für Sie den Vorteil hat, dass Sie Details viel besser wahrnehmen können als auf den kleinen Originalen. Ja, wenn Sie sich jetzt dieses Bild anschauen, gehen wir praktisch hier auf den Schorfhof hinauf. Wenn wir aber auf dem Berg oben sind, können wir uns da natürlich auch wieder herunter bewegen und dann das auf verschiedenste Art und Weisen, wie Sie hier in diesem wunderbaren 8mm Film vom Alexis Dworski, einem Freisinger Künstler, sehen können. Der Film trägt den Titel 34 Meter und bezieht sich auf die Sprungschanze,
die es einst hier gegeben hat. Eine ganz einfache Holzkonstruktion, Marke Eigenbau. Also wie sicher die wirklich war, ist nicht überliefert, aber sie war zumindest einige Jahre in Betrieb. Und der Titel 34 Meter bezieht sich darauf, dass die Skifahrer eben bis zu 34 Meter weit gesprungen sind von dieser Schanze aus. Der Alexis Dworski ist ja ein Feldforscher, der seine Erkenntnisse in künstlerische Arbeiten umsetzt, und er hat eben eine dokumentarische Filmrolle im Archiv des Freisinger Alpenvereins entdeckt, die er neu aufbereitet hat für diesen Film. Und wenn Sie sich jetzt umdrehen, haben wir auch hier eine Filmarbeit, in dem Fall ein Video von den Glowing Bulbs, was übersetzt so viel heißt wie Glühbirnen. Glowing Bulbs ist der Name der Gruppe. Der Titel der Arbeit heißt Vault, also Gewölbe. Das rührt daher, dass diese Arbeit 2014 speziell hier für das Tonnengewölbe im ersten Stock konzipiert wurde. Und einige von Ihnen erinnern sich bestimmt, es war ja damals das ganze Tonnengewölbe praktisch die Leinwand für diesen Film. Man war als Besucher mittendrin in dem ganzen Geschehen. Und hier können Sie eben jetzt zur Erinnerung nochmal ein Video von der Lichtinstallation oben im Gewölbe sehen. Kurz zur Künstlergruppe Glowing Bulbs noch. Die sind bekannt für ihre Videomapping-Projekte, in denen Architekturelemente und Fassaden simuliert werden und zu mehrschichtigen Bildräumen überlagert werden. Nach so viel Moderne gehen wir aber jetzt zurück zu den historischen Darstellungen. Hier eine Darstellung von Max Schneider aus dem Jahr 1861, eine aquarellierte Bleistiftzeichnung. Auch wieder ein Ausschnitt aus einem größeren Blatt, aus einem Erinnerungsblatt, das der Herr Schneider für sein Patenkind im Herbst 1861 angefertigt hat. Damals war nämlich das Patenkind hier in Freising zu Besuch. Und insgesamt sind auf diesem Blatt drei Abbildungen zu sehen, eben der Schafhof und des Weiteren noch der Domberg und der Bahnhof. Man kann aus der Auswahl dieser drei Orte natürlich sehr schnell schließen, dass der Schafhof schon damals ein bedeutender Ort in Freising war. Nebenbei bemerkt, der Max Schneider war Professor für Zeichnen und Modellieren an der Königlichen Landwirtschafts- und Gewerbeschule in Freising. Wenn wir jetzt hier rumgehen, können wir noch ein weiteres Aquarell von Max Schneider entdecken. Nochmal eine Ansicht vom Schafhof, diesmal von Südosten. Ja, jetzt, Entschuldigung, ich glaube, ich habe jetzt gerade meinen Faden verloren. Nein, ich bin noch ganz richtig. Entschuldigung. Genau, und hier im Vordergrund sehen Sie eben, werden Sie sich wundern, was das ist. Das ist eine Gasfabrik, deswegen auch der Schornstein. Also es gab damals hier tatsächlich eine Gasfabrik, und das ist auch dann wieder das Spannende an all diesen historischen Darstellungen, dass man da dann offenbar noch Dinge zu sehen gibt, von denen man gar nichts mehr weiß, die es damals gegeben hat. Dann haben wir hier noch eine historische Arbeit, eine Koproduktion von Vater und Sohn, Peter Elmer, Vater und Sohn mit gleichem Namen, die angefertigt wurde zur Eröffnung der Zentrallandwirtschaftsschule 1852, eine kolorierte Kreidelithografie. Auch das wieder ein Ausschnitt aus einem großen Sammelblatt, das in dem Fall
im Geäst der berühmten Korbinianslinde, die sich ehemals am Ostabhang des Weihenstephaner Berges befand, abspielt. Das heißt, die Abbildungen sind alle in die Krone von dieser Linde eingebaut und eines davon zeigt eben auch den Schafhof und auch darüber wieder so ein schöner Satz, der Bezug nimmt zum Thema, dem Lande Kraft, der Pflug verschafft. Ja? Also ganz klar immer dieser Verweis auf die Weiterentwicklung der Landwirtschaft, wo der Schafhof eben ganz elementar involviert war. Es heißt, es geht um die Erde und um die Bewegung, die da thematisiert werden. Und genau das Gleiche macht auch Gerhard Schäbler in dieser nagelneuen Arbeit namens Transversale, die eigens für diese Ausstellung und für dieses Jubiläum erstellt wurde. Sie sehen hier ein Luftbild, ein schmales, langes Luftbild, in dessen Zentrum der Schafhof steht. Und durch den geht eine rote Linie und die geht nach links und rechts, jeweils bis zur oberbayerischen Grenze. Also so ungefähr von Altomünster bis Wartenberg. Und diese rote Linie sehen Sie auch hier unten am Boden vorm Bild durchlaufen. Die geht hier durchs ganze Gebäude auch und draußen über die Freiflächen hinaus und ist sozusagen praktisch der Anfang von einem Wegweiser, wo Sie sich selbst auf den Weg machen können und diese Linie entlang radeln können zum Beispiel. Und Gerhard Schäbler hat jetzt vor, dass er im Lauf der Ausstellung eben diese Linie abradelt und dort allerlei Fundstücke sammelt, die am Ende der Ausstellung hier im Projektraum präsentiert werden. Zudem sollen die Fundorte im Internet hochgeladen werden, sodass es für Sie nachvollziehbar ist, wo die Einzelteile herkommen und es eben für Sie auch möglich ist, diese Orte zu besuchen. Der springende Punkt an dieser Arbeit ist, dass der Schafhof dadurch zu einem zentralen Teil der Kulturlandschaft Oberbayern wird. Ja? Das wird eben hier ganz wunderbar herausgearbeitet. Die besondere Bedeutung des Schafhofs. Und diese besondere Bedeutung des Schafhofes zeigt sich auch in diesem Gemälde von Josef Nickel, ein Aquarell, das 1930 entstanden ist, das sich auszeichnet durch seine leuchtende Koloratur, durch den dynamischen Duktus und durch den expressiven Tenor. Dieses Bild ist nur ein weiteres Beispiel unter vielen für die Anziehungskraft, die das Gebäude hier mit seiner außergewöhnlichen Architektur in exklusiver Lage auf Maler von nah und fern auslöste. Und der Max Schneider war eben besonders gerne und oft hier am Schafhof und hat auch hier eben 1860 auch nochmal ein Aquarell angefertigt, ein sehr zartes Aquarell, wo er wieder das Majestätische des Gebäudes zum Ausdruck bringt. Und wenn Sie genau hinsehen, können Sie darunter liegend noch eine Netzzeichnung sehen, eine rote Netzzeichnung, was bekanntermaßen ja gerne gemacht wurde, um kleine Motive proportional richtig zu vergrößern. Möglicherweise ist das der Grund, warum dieses Netz da drunter liegt. Auch hier haben wir nochmal eine
historische Ansicht, in dem Fall jetzt der Weihenstephaner Berg, der natürlich unbedingt zum Schafhof dazugehört, weil hier ja auch Weihenstephaner Forscher zugange waren. Also es war ja fand ja eine enge Zusammenarbeit statt zwischen Weihenstephan und hier. Und Sie sehen also hier die Königliche Zentrallandwirtschaftsschule Weihenstephan, die eben damals und ja auch tatsächlich heute noch als Zentrum der Entwicklung einer modernen Landwirtschaft gilt. Den Freisingern unter Ihnen ist bestimmt bekannt, dass Weihenstephan als der Nährberg bezeichnet wird und der Domberg als Lehrberg. Den Schafhof, den könnte man jetzt langsam als Künstlerberg bezeichnen. Es ist wohl seit alters her so, dass in Freising gerne repräsentative Gebäude auf einen der umliegenden Hügel gebaut wurde, was Sie auch an diesem großen Panoramabild von Freising sehen können, eine Ansicht von Norden, in der natürlich in der Mitte der Domberg prangt, auch wiederum ein Sammelblatt, und um dieses zentrale Bild herum befinden sich verschiedene markante Orte der Stadt, wie zum Beispiel der Schafhof, der Weihenstephaner Berg, der Marienplatz, der Lindenkeller und viele andere mehr. Natürlich haben wir hier nicht nur die Drucke, sondern auch die Originale in den Vitrinen, in die sich dann ganz wunderbar vertiefen können. Nur, sie sind natürlich sehr detailliert und sehr fein gearbeitet. Da muss man dann schon wirklich sehr genau gucken, wenn man so die Einzelheiten erkennen will. Und jetzt werden Sie sich sicherlich schon fragen, es ist die ganze Zeit die Rede vom Schafhof, und der Schafhof hat doch als Symbol auf all seinen Papieren immer das Schaf, und wo bleibt jetzt endlich ein Schaf? Natürlich haben wir auch ein Schaf da, sogar ein ganz neues aus fernen Galaxien, das da ganz wunderbar steht auf seinem Rund. Es ist eben kein wolliges weißes Schaf, so wie man das vielleicht erwarten würde, sondern es ist ein Space Sheep vom Csongor Shigeti. Der ungarische Künstler hat diese Form entwickelt, als in 2013 hier ein Artist in Residence Stipendium verbrachte. Das war damals eine 12-teilige Schafherde, von der letztlich 5 im Skulpturengarten draußen gegrast haben. Aber diese wurden leider von Wind und Wetter und auch von lebendigen Tieren beschädigt. Und deswegen wurde eben jetzt zum Jubiläum damit begonnen, diese bestehenden Space Sheeps zu restaurieren bzw. sogar neu zu schaffen. Dieses hier ist eben jetzt mit Kunstharz gegossen und mehrfach mit Autolack besprüht. Ist jetzt der Prototyp von der neuen Serie. Und jetzt steht es aber nicht draußen, wie man es vom Schaf vermuten könnte, sondern es steht herin, was aber eigentlich ein ganz richtiger Platz ist. Denn wir befinden uns ja hier genau auf dem Boden, wo früher mal der Stall war, wo eben die Schafe ihr Winterquartier bezogen hatten. Ja? Und wenn es dann soweit ist und wieder ein paar Schafe mehr da sind, dann dürfen die auch wieder raus auf die Wiese zum Grasen. Ja, ich kann Sie nur einladen, hierher zu kommen, sich das alles genau anzugucken. Die Ausstellung läuft bis 30. August. Und es gibt auch ein sehr ausführliches Begleitheft dazu, in dem alle Arbeiten abgebildet sind und wo jeweils auch kleine Texte zu den einzelnen Arbeiten
mit drinstehen. Ja, kommen Sie uns besuchen.